Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potion Permit. Wir haben in der letzten Folge eigentlich nur den Amboss geupgradet und die Sägemaschine endlich mal fertiggestellt für Rainer, wodurch uns jetzt neue Möglichkeiten bevorstehen, soweit ich weiß. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir haben einen Patienten und der ist definitiv wichtiger als die doofe Sägemaschine. Denn ich weiß immer noch nicht ganz, was sie uns bringt, aber ich denke halt einfach neue Upgrades, genauso wie beim Amboss. Also einfach mal die Tage gucken. So, Nova liegt hier. Ich habe ein seltsames Gefühl. Linke Handfläche. Ich habe ein seltsames Gefühl. Mund. Ich habe ein seltsames Gefühl. Rechter Fuß. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch ein viertes. Also. Aber Mund hatten wir noch gar nicht, oder? Ich meine, Mund hatten wir noch nicht. Aber okay. Da wird vielleicht ja noch ein neues Rezept benötigt oder sowas. Wir müssen auf jeden Fall alles diagnostizieren. Und apropos Mund. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört. Ich habe auch die letzten Tage nicht aufgenommen, sondern vorproduziert. Ich habe vorgestern meine Snakebites stechen lassen. Also für alle, die nicht wissen, was das ist. Das sind zwei Piercings an der Unterlippe. Und ich habe bewusst vorproduziert, weil ich gestern noch nicht... Oder na doch, gestern schon, aber vorgestern nicht wirklich ordentlich sprechen konnte. Aber es geht jetzt inzwischen wieder. Und es sieht fresh aus. So. Ich bin mal gespannt, was wir brauchen für den Mund. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir den Mund schon mal hatten. Ich glaube, das wüsste ich. Das wäre mir definitiv neu. So. Und? Wir brauchen Himmelblau-Peeling. Ah, okay. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas richtig krasses, cooles, aber... Tja, daraus wurde wohl nichts. Okay, hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Ich will hier nicht nochmal verkacken. Ist ja nicht schon einmal passiert, also, ja. Puh, okay. Ich habe jedes Mal Angst dabei, weil ich immer denke, okay, jetzt gucke ich außerdem zum Zweitbildschirm und dann halt so aus Reflex. Donnerkuss, okay, den machen wir nicht so oft. Warum muss das Minigame eigentlich zweimal kommen? Ich mag das am wenigsten. Okay, das ist easy. Und das ist eigentlich auch easy. Einfach nur hin und her. Naja. Trotzdem, manchmal sind da so richtig fiese Kombis dabei. Und das ist dann so... zweimal Donnerkuss? Na, da hat jemand aber Ansprüche. Ich weiß nicht mehr, wie schwer es war, einen Donnerkuss zu craften. Aber ich meine, da hat man ein paar mehr Materialien gebraucht für... Deswegen fangen wir mit denen auch mal an. Ja, ja, doch auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. So, lass uns mal schauen, wie wir den am besten craften. Wir haben schon mal gemacht, safe. Aber ich bin vergesslich und, ja, ich bin vergesslich halt. So, den Monolith finde ich eigentlich nicht verschwenden, oder? Wenn das überhaupt einer ist. Was ist denn das? Das müsste Monolithen sein, oder? Also ein Monolith. Monolith, Monolith? Keine Ahnung. Pass auf, wir nehmen mal... schon wieder sehr schwierige Entscheidungen hier. Das ist gut, das funktioniert. Denn eine Zweierreihe hier. Einzelne hier. Und come on, so ein Teil haben wir doch noch, was sich so... Oh, natürlich haben wir davon keine mehr. Das hätte so gut gepasst jetzt, ne? Das hätte so perfekt gepasst. Das wäre so schön. Aber natürlich ist der Moment wieder ruiniert. Das ist so klar. Ja, nicht so schlimm. Haben wir wenigstens einen, der hier reinpasst? Ja, gut. Dann machen wir halt ein ganzes... Wir machen es einfach nur mit Erde. Wird ein sehr trockener Trank. Donnerkuss. Und das möchte ich nochmal haben. Genau das. Wir haben genug Materialien, denke ich, dafür. Warte mal, ich will aber mal... Lieber die verwenden, davon habe ich mehr. Dann wird er diesmal nicht komplett aus Erde, sorry. Sorry für alle Erdliebhaber da draußen. Oh, das hätten wir auch nehmen können. Okay. Oder haben wir das sogar? Nee, Quatsch. Ich meinte ja sogar eben, dass wir Erde verwendet haben. Aber wir brauchen genau gleich viele Materialien, also daher. Also von daher... Donnerkuss. Ja, nice.
Gut, damit haben wir die auf jeden Fall schon mal hergestellt. Jetzt nur noch Himmelblau-Peeling. Das war ziemlich easy, genau. Hatte ich genauso in Erinnerung. Und wisst ihr was? Warte mal. Auch wenn ich es ungern mache, wir verwenden mal den hier. Das ist das geilste, leichteste Rezept. Einfach nur 3 Stück brauchen wir dafür. Obwohl wir so viele Punkte haben. Hat jetzt aber auch ein bisschen was gekostet, ne? So ein Horn von so einem Typen ist ein bisschen was wert. Also ich erwarte viel Geld, was wir dadurch bekommen. Wenn nicht, werde ich sauer. Ich sag's nur so, wie es ist. So. Fangen wir mal mit der Hand an. Kribbeln. Kribbeln in der Hand? Auch da kribbeln am Fuß? Sind die vielleicht nur eingeschlafen oder? Was beim Mund? Trockenheit oder so? Ja, Trockenheit, okay. Okay. Ja, das ist bei mir die Tage auch aufgetreten, das mit trockenem Mund. Behandlung abgeschlossen. Zufriedenheit? Zufrieden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich schulde dir etwas. 1100, yo. Ja doch, das ist ganz gut Geld. Ich meine, klar, sie hat jetzt auch 3 Beschwerden gehabt, aber ich nehme gerne die 1100. Die stecke ich mir gerne mal ein. Gut, was liegt sonst so an? Liefere 10 Eisenerz und 10 bitter schmeckender Saft. Ich glaube, Eisenerz haben wir nur nicht davon. Doch, haben wir. Stimmt, haben wir gekauft, ne? Ja, komm, wir gehen einfach zu Maya. Wir gehen einfach mal zu Maya. Wenn er überhaupt schon da ist. Ich meine, Rathaus hat noch nicht auf, aber jetzt, ne? Ja. Wird er direkt pünktlich am Werken sein? Oh, warte mal. Ist hier noch was, was wir annehmen wollen? Nee, rosa Fleisch nehme ich nicht an. Ich habe wirklich keine Lust, mich da 5 Stunden hinzusetzen, um nach rosa Fleisch zu fischen. So, Aufgabe. Haben wir beides? Bitteschön. Du hast alles? Wunderbar. Gehen wir gleich zusammen zur Herzblutschmiede. Ah, stimmt, das war für die, Tools, ne? Du möchtest, dass ich all das innerhalb einer Woche anfertige? Das wird aber nicht billig. Naja, zumindest habt ihr die Materialien bereits besorgt. Egal, wie hoch die Kosten sind, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Das ist zum Wohle aller in der Stadt, auch zu deinem. Ich hoffe, es macht dir darum nichts aus, flinker als sonst zu arbeiten, wobei die Qualität natürlich stimmen sollte. Wow. Gut, in ein paar Tagen werde ich die neue Ausrüstung den Rangerinnen und Rangern bringen. Das hoffe ich ja wohl. Dann muss ich das wenigstens nicht mehr sammeln. Danke für deine Hilfe, Len. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Die Bedürfnisse der Menschen dieser Stadt haben für mich oberste Priorität. Bitteschön. Gerne doch. Wir haben ein Achievement bekommen. Friendly. Ja, das sollte man auf jeden Fall meinen jetzt. Oh! Und wir sind echt gut mit dem guten Meier inzwischen. Okay. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Wir haben nur noch eine Aufgabe gerade. Und das ist die Drachen-Aloe. Aloe. Aloe. Und da müssen wir halt wieder diese komischen Rasiermesser finden. Und ich sag's schon mal so, ich werde es jetzt einfach hinter mich bringen. Haben wir noch irgendwie Steak mit oder so? 3 Stück, ja, come on. Okay, wir erledigen es kurz. Ich hasse die Viecher nämlich. Größter Scheißgegner hier, um das mal ganz so auszudrücken, ganz ehrlich. Die sind ja noch okay. Ich überlege gerade, nehmen wir noch ein paar Materialien von hier mit? Eigentlich schon, ne? Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Komm in meine Arme. Meine Blümchen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob wir ein bisschen Holz mitnehmen. Eigentlich bräuchten wir wieder ein bisschen was, ne? Wir haben generell einen ziemlichen Mangel. Ah, das heißt Mangel, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Oh, Kokosnüsse. Ich könnte jetzt so eine frisch aufgemachte Kokosnuss trinken. Auch wenn die dann gar nicht so schmeckt, wie man sich's vorstellt meistens. Was hatte der für eine Range gerade? What? Will mich verarschen oder so? Oh nein, jetzt gehen die beide auf mich, oder? Oh, man kann die auch so hitten. Schön. Oh, habt ihr das gesehen? Perfekt ausgewichen. Komm schon. Das sind at least schon mal 2. Da müssen wir nur noch einen kriegen.
Oh. Nicht schön, nicht schön. Oh, kriegen wir den schon? Nö, natürlich nicht. Oh, das ist auch so blöd, dass sie gerade zusammenarbeiten, gefühlt. So hat man immer einen richtig weiten Weg zu dem anderen. Oh, man kann anscheinend auch abwehren, indem man selber schlägt in der Sekunde. Zumindest wirkt er auf mich das gerade so. Das Ganze. Ich wollte gerade sagen, der ist ja wohl tot. Hey, das ging aber sogar inzwischen. Ich glaube, ich bin besser geworden. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall nur noch einen und die holen wir uns einfach am morgigen Tag. Wenn die Guten wieder respawned sind. Die guten Nervigen. Wir bauen mal noch die Bäume hier ab. Im wahrscheinlich gefährlichsten Gebiet auf dieser ganzen Insel. Aber sie bringen gute Materialien. Sagen wir es mal so, wie es ist. Oh, hier ist ein großer Baum. Das lohnt sich. Das lohnt sich eindeutig. So. Oh. Das bringt immer so viel. Das ist richtig nice. Plop, plop, plop. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings... Lieblingsmonster wollte ich gerade sagen, aber Lieblingstier aus dem Spiel ist und was euer Hasstier ist. Also ich muss sagen, ich hasse die Teile in diesem Gebiet. Und welche ich richtig gern habe, ist eigentlich optisch diese Teile außen anfangen. Die endlich angreifen. Also nicht Slimes, sondern diese anderen, die Schwefel droppen oder so. Die finde ich richtig cute. Die finde ich richtig süß. Wollen wir so ein Teil nochmal umbringen oder so? Können wir nicht machen, ne? Ich bin zu gut für die Gegner hier. Schaut es euch an! In 0, nichts. So ein Monster der gigantischen Art. Umgelegt. Einfach so. Okay, Boni, hier ist ein Pilz für dich. Bitteschön. Wir müssen auch mal was essen. Wir haben schon wieder gar keine Energie. Ist nicht gut. So. Ja, ist natürlich blöd, dass wir die letzte Finne jetzt nicht sofort noch bekommen haben, ne? Das wäre natürlich noch besser gewesen. So müssen wir es leider noch finden. Aber es ist ganz gut, dass das die Story-Mission ist. Weil sobald wir die gefunden haben, die letzte Finne, geht's mit der Story weiter. Und ich bin sehr... Ich finde es sehr interessant. Ich denke, dass wirklich... Ich habe ja schon mal die Theorie aufgestellt, dass in der Höhle sich ein Eingang befindet zu der ganzen... Also dass unter dieser Insel eine riesige Hülle... Mann, jetzt kann ich nicht reden. Höhle ist... die man auch begehen kann. Das ist meine Theorie hier hinter. Dass das letzte Gebiet die Höhle ist. Das wäre super interessant. Ich hoffe, es ist so. Ich hoffe wirklich, es ist so. Wow, er hat nichts gedroppt. Was eine Enttäuschung. Ich habe einen Käfer umsonst umgebracht. Einmal Trauerminute für ihn einlegen. Keine Zeit für eine Minute. Die 10 Sekunden müssen gereicht haben. Man ist ja auch irgendwie ein bisschen selbst dran schuld, ne? Was ist ja auch so doof und droppt einfach nichts, ha? Das ist auch so doof. Okay, nee, ich möchte nicht noch so einen machen. Ich will meine Steaks nicht verschwenden. Gut. Ja. Gibt es irgendwie noch Nebenmissionen oder so? Was wir gerne mal wieder machen können. Was mir gerade einfällt, vielleicht mal wieder ein paar Geschenke verteilen, weil dadurch... Oh, ja, das ist genau das, wovon ich geredet habe. Gerade gibt es eine Nebenmission? Was ist los? Steht was Interessantes in dem Buch? Schwarzer Lotus? Davon habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass es Lotusblumen mit schwarzen Blüten gibt. Dieser Lotus hat nicht nur eine andere Blütenfarbe. Hier steht, dass er in eine ganz andere Gattung... das ist eine ganz andere Gattung. Sie wächst auf dem Land und nicht im Wasser. Ein Lotus, der auf dem Land wächst? Davon höre ich zum ersten Mal. Hey, warte mal. Hier steht auch, dass es diese Blume auf der Insel Mondburg gibt. Tatsächlich? Ich habe sie noch nie gesehen. Hey, ciao. Lass uns losziehen und diesen Lotus suchen. Er wächst bestimmt irgendwo im Verborgenen. Es tut mir leid, Ruhe, aber das können wir nicht machen. Wenn Maya das herausfindet, bringt er mich um. Okay. Entspann dich mal, als ob er dich umbringt. Hey, hallo.
Guck mal, was ich Interessantes gefunden habe. Hast du schon mal einen schwarzen Lotus gesehen? Nö. Warum ist sie so enttäuscht? Als ob... Aber das Buch sagt, er wächst hier. Guck, da steht es. Im Süden der Insel. Kannst du diese Blume für mich suchen, bitte? Ja, warum nicht? Ich meine, das klingt interessant. Definitiv. Ich habe auch schon eine Vermutung, was es sein wird, actually. Ich habe diese leichte Vermutung, dass das Lilane hier unten ist. Dass das der schwarze Lotus ist. Aber es ist nur eine Vermutung. Wir gucken uns das mal die Tage an. Klingt auf jeden Fall cool. Auch generell, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie schwarze Pflanzen gesehen, aber das klingt extrem cool. Das klingt ziemlich cool. Ich mag auch lila Pflanzen total. Ich habe auf dem Balkon lila und gelbe Pflanzen und die sehen so unfassbar cool aus. Manche Farbpaletten in der Natur sind einfach so wunderschön. Ich kann es nicht beschreiben. Warte, wir haben Boni noch nicht gestreichelt, glaube ich. Das wäre ein Kapitalverbrechen, dies nicht zu tun. Boni! Ja, jetzt. Jetzt kann ich mich in Ruhe schlafen legen. Jetzt gibt der Gute mir die Berechtigung. Nee, aber generell, die Natur hat teilweise so schöne Farben, es ist insane. Und gerade auch im Wasser und so. Das ist so hübsch teilweise. Oh. Hey, ich habe einen Brief für dich. Einen Bericht für dich. Komm bitte mit. Hey, ich habe einen Patienten. Lass mich den doch erst... Okay. Oh, 3 Stück. Hm. Die Anzahl der Patienten in der Klinik hat deutlich zugenommen. Behandle sie bitte so bald wie möglich. Ich will nicht, dass die Situation schlimmer wird. Wir zählen auf dich, Len. Das könnt ihr auch. Aber es wird ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ich habe ein seltsames Gefühl, linkes Auge. Ich habe ein seltsames Gefühl, rechtes Auge. Okay, rechtes Auge. Diagnose. Und was war das andere? Linkes Auge. Oh. Ja, deine Diagnose ist, du brauchst 2 Augenklappen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht sagen, aber du wirst blind sein. Junge, wenn es beide Augen sind, das ist ja auch ziemlich für den Arsch. Ich glaube, wenn ich irgendwann eines Tages aufwachen würde und auf beiden Augen irgendwie unscharf sehe, dann würde ich ausrasten. Oh. Ich glaube, würde ich losweinen oder so vor Angst. Shit. Egal, ist trotzdem voll. Ding, ding. Gut, was braucht der Gute? Visionsmündel. Oh, der war, glaube ich, teuer. Da spielst du aber mit meinen Materialienkosten, das will ich nur gesagt haben. Ich habe ein seltsames Gefühl, linker Fuß. Ich habe ein seltsames Gefühl, rechte Handfläche. Ich habe, oh mein Gott, Knie. Was denn noch alles? Soll ich den ganzen neuen Körper geben oder so? Was willst du nur haben? So Wolfenstein-steinmäßig. Okay, und alles muss diagnostiziert werden. Und natürlich kommt das Minigame. Ich wollte es gerade sagen. Warte, nur 3er-Kombi? Ja, stimmt. Manchmal ist 3er, manchmal ist 4er. Gut. 3er ist aber auf jeden Fall nicer. Und das ist auf das Spiel bezogen. Ich wollte es nur gesagt haben. Chili-Salbe. Oh, ewig nicht gecraftet, ehrlich gesagt. Na, mal sehen. Das ist jetzt zum Beispiel schon wieder die 4er-Kombi. So. Ich habe gedacht, das wird alles da unten sein. Weil das wäre nämlich das beste Pattern gewesen. Das wäre cool gewesen. Gut. Was wirst du... Okay, Kühl Spray, das war, glaube ich, nicht so schwer zu craften. Und die letzte Diagnose. Und es ist alles dieses Minigame. Wollt ihr mich verfluchen oder so? wollt ihr ehrlich? Wollt ihr, dass ich verliere? Das ist auch unmöglich. Kann man als Patient sich hier irgendwie ein Minigame aussuchen oder so? Ja, ich habe Beschwerden, aber mach mal das Minigame, was du am schlechtesten kannst. Gut. Gefrierarzneitrank. Oh, ich glaube, den haben wir noch gar nicht gecraftet, oder? So, letzter Patient. Ich habe ein seltsames Gefühl. Magen. Ich habe ein seltsames Gefühl. Linker Fuß. Ich glaube, Magen hatten wir auch noch nicht, ne? Soweit ich mich erinnere, war der Magen noch nicht dran. Der ist auch ein bisschen verrutscht bei ihm.
So, ich glaube, das ist ihr Blinddarm. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber auf der falschen Seite, aber stimmt, die sind ja spiegelverkehrt. Also technisch gesehen könnte das der Blinddarm sein, glaube ich. Also generell, wenn man in dem Bereich Schmerzen hat, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil es kann halt auch tödlich enden. Shit. Nein! Hä, was mache ich denn? Bin ich irgendwie dumm oder so? Ich meine, wir haben es trotzdem voll, denke ich. Ich hoffe, er ist nicht unzufrieden mit unserer Leistung. Doch, er ist zufrieden noch, okay. Verjüngende Tränen. Holy shit. Ey, das wird so teuer, ne? Wir müssen uns auf jeden Fall direkt auf Materialien sammeln, fokussieren. Hui. Gut, ich habe ganz kurz gedacht, ich habe es vergessen in der Millisekunde. Puh. Das wird alles sehr teuer. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wie wir diese Patienten alle heilen, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Potion Permit. Also, lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Potion des Tages und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.